Sie wurde als antikes Martyrium in der Barockzeit oft geschildert und lag dem Spanier obendrein wegen einer gewissen Ähnlichkeit mit den Stiergefechten nahe. Merkur umkreist wie ein Cowboy oder wie ein Bandarillero die verzauberte Jo, während der alte Hirte, der sie bewachen soll, den Schlaf des Gerechten schläft. Zu diesen Werken antiken und biblischen Inhaltes kommt eine Darstellung aus dem zeitgenössischen Kriegsleben. Philipp II. Hatte in die Gänge des Escorial Bilder hängen lassen, die fast im Sinne militärischer Krokis wichtige Geschehnisse aus dem spanischen Kriegsleben darstellten. So ließ auch Philipp IV. Für das Schloss Buen Retiro die wenigen glücklichen Aktionen aus seinen sonst so unrühmlichen Feldzügen malen. Zu diesen wenigen Glanzpunkten gehörte die Übergabe von Breda, die nach langer Belagerung am 5. Juni 1625 erfolgte. Calderón feierte damals das Ereignis in einem Drama. Ein José Leonardo hatte das Bild zu malen. Doch es gefiel nicht, weil man die geschichtliche Exaktheit vermisste. Velázquez hatte schon im Anfang seiner Madrider Tätigkeit ein großes, nicht erhaltenes Historienbild, die Vertreibung der Moriscos aus Valencia, zu malen gehabt. So wurde ihm nun auch die zweite Redaktion der Übergabe von Breda übertragen. Und das Bild wirkt tatsächlich, als sei er nicht nur Maler, auch Offizier des Generalstabes gewesen.